Liebe Erwitter Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Tage werden mittlerweile schon etwas länger und auch etwas wärmer. Und ich habe mich quasi jetzt zum Beginn des Sommers dazu entschieden, Sie auf Basis der positiven Resonanz zu unserem Video zum Neujahrsempfang dieses Jahres, Sie regelmäßig über aktuelle Themen unserer Heimatstadt in einer Videobotschaft auf dem Laufenden zu halten. Eine zentrale Fragestellung habe ich gleich zu Beginn in den Fokus der politischen Diskussion gestellt. Das ist die zukunftsorientierte, generationengerechte und nachhaltige Entwicklung der Bildungsstadt und des Bildungsstandorts Erwitte. Die letzten Monate haben Verwaltung und Politik aktiv genutzt. Die drei ersten Schritte einer umfassenden Schulentwicklung und Restrukturierung unserer Schullandschaft sind beschlossen und laufen in der Umsetzung zum Teil schon auf Hochtouren. Die Räte von Anröchte und Erwitte haben für die Sekundarschule zum neuen Schuljahr die Fokussierung auf einen Schulstandort, und zwar in Anröchte, beschlossen. Damit wird ein wesentlicher schulischer und organisatorischer Schwachpunkt der interkommunalen Sekundarschule angegangen und auch dem Wunsch der Schule entgegengegangen. Parallel dazu geht die kommissarische Schulleitung mit ihrem Team viele Veränderungsprozesse an. Es ist schon so, dass wir uns sagen, nach der 10er-Entlassung werden wir nochmal ganz doll unsere Kräfte bündeln. Und dann ist der Umzug natürlich nochmal hier bezogen auf das Kollegium am Standort in Erwitte erstes Thema. Das gemeinsame Ziel ist eine starke Sekundarschule für die Schülerinnen und Schüler, Eltern und die Betriebe unserer beiden Kommunen. Die Schule bleibt auch eine Schule der Stadt Erwitte. Unser Schulname gibt das ja schon her. Wir sind die Sekundarschule Anröchte Erwitte und das muss auch so bleiben, weil unsere Schule ist auch für viele Erwitter Schülerinnen und Schüler attraktiv. Das haben auch die Anmeldezahlen wieder gezeigt. Und der Schulzweckverband bleibt ja auch bestehen. Also von daher sind wir eine Schule auch für Erwitte, genauso wie für Anröchte, für die Region hier vor Ort. Der Umzug nach Anröchte macht den Weg frei für weitere Überlegungen rund um die ganzheitliche Weiterentwicklung unserer Schul- und Bildungslandschaft. So beschloss der Rat der Stadt Erwitte im Nachgang zu der Entscheidung über den Umzug der Sekundarschule, dass die Erich-Kästner-Grundschule in das Gebäude des Schulzentrums ziehen wird, welches ab dem neuen Schuljahr freisteht. Dafür werden am Schulzentrum bis zum Jahr 2023 rund 4,4 Millionen Euro investiert, wovon nicht nur die Grundschule, sondern auch das Gymnasium profitieren wird. Die Schule soll zum Schuljahr 2022/23 und die OGS im weiteren Verlauf dieses Schuljahres folgen. Ebenso wird der Standort der Cyriakus-Grundschule in Horn im Zuge der neu zu errichtenden Teilräumlichkeiten des Kindergartens in einem synergetisch genutzten Bau erweitert. Mögliche weitere Veränderungen ergeben sich aus diesen Schritten auch für den Schulstandort in Bad Westernkotten. Hier werden sowohl die Bedarfe der Lindenschule als auch der Astrid-Lindgren-Grundschule versucht mit einzubeziehen. Bis 2024 wollen wir alle Schulen unserer Stadt fit für die Zukunft machen, moderne Lehr- und Lernumgebungen schaffen und auch dem beschlossenen Ganztagsanspruch gerecht werden. Das Ganze möglichst nachhaltig und in bereits bestehenden Gebäudesubstanzen. Fit für die Zukunft zu sein, bedeutet auch, städtebauliche und demografische Entwicklungen in den Fokus zu rücken und den Blick zu behalten. Hier ist nach langen politischen Diskussionen im Frühjahr 2021 der Durchbruch bei der Entwicklung eines Baugebiets zwischen Erwitte und Bad Westernkotten gelungen. Dem von mir und meinem Team unterbreiteten Alternativvorschlag für die notwendige Aussiedlung eines Schweinemastbetriebs sowie zum Schutz des Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Erwitter Bruch und der Möglichkeit einer neuen Fahrradwegeverbindung in Richtung Lippstadt hat der Rat mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Rat der Stadt Erwitte hat entschieden, dass der Schweinemastbetrieb von der Westernkötter Straße ausgesiedelt wird in weiter Richtung Norden. Das heißt, wir haben einen wichtigen Punkt bei der Wohnbauflächenkonzeptentwicklung erreicht. Das bedeutet, dass die Wohnbebauung näher ranrücken kann. Vorher war das nicht möglich. Entlang der Westernkötter Straße haben wir zum einen im Norden eine Fläche von ungefähr 2,75 Hektar und im Süden der Westernkötter Straße haben wir ungefähr zwei Flächen mit 4,8 Hektar zur Verfügung. Wir brauchen natürlich die passende Erschließung. Das heißt, es muss wirklich ausgearbeitet werden, wo sich die Bauplätze befinden. Das sind natürlich fast 13 Hektar. Das ist natürlich eine große Fläche, die natürlich wirtschaftlich auch geplant werden muss. Radwege sind zu berücksichtigen und natürlich auch Fußwege, die durch die Gebiete durchführen. Nachdem Ende Mai die Finanzen der Stadt Erwitte freigegeben wurden, werden die Grundstücksrechtsgeschäfte und die notariellen Verträge nun angegangen. Schon im Herbst sollen die Änderungen des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des konkreten Bebauungsplans folgen. Doch nicht nur zwischen Erwitte und Bad Westernkotten wird bald gebaut.
Auch in Horn und Alkeloh werden künftig neue Baugebiete und Wohnmöglichkeiten entstehen. Eine politisch kontroverse Diskussion wurde in den letzten Wochen und Monaten über die Folgenutzung des ehemaligen Zementwerks Seibel und Söhne im Erwitter Süden geführt. Der Rat lehnte einstimmig die Zielabweichung für die Ansiedlung einer Klärschlamm-Monoverbrennung an diesem Standort ab und entschied sich für einen ganzheitlichen Alternativvorschlag. Ein aus meiner Sicht sehr weitreichender und historischer Beschluss für unsere Stadt. Dieser sieht vor, die stillgelegte Anlage unter Federführung der Stadt Erwitte städtebaulich und wirtschaftlich zu entwickeln und für unsere Stadt nutzbar zu machen. Um allen einmal die Dimension dieses Vorhabens klar vor Augen zu führen, wir sprechen alleine beim Werksgelände von einer insgesamt nutzbaren Fläche von über 110.000 Quadratmetern. Dabei sollen die nicht mehr nutzbaren Industrieanlagen verschwinden und die frei werdende Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben dienen. Auch besteht die Chance, den Menschen unserer Stadt etwas zurückzugeben, indem die Flächen des Steinbruchs 3 als Biotops- und Naherholungsbereich nutzbar gemacht werden sollen. Jetzt heißt es in den weiteren Gesprächen, die Chancen für Erwitte zu konkretisieren und die Risiken bestmöglich zu minimieren. Dies waren drei große Themenfelder der Diskussion und der Beratung in unserer Stadt in den letzten Wochen und Monaten. Aber auch an vielen anderen Stellen gibt es Berichtenswertes, was wir aber mit Sicherheit nicht alles in einem Video darstellen können. So kämpfen wir weiter dafür, dass der privatwirtschaftliche Glasfaserausbau in Erwitte, Bärenbrock, Horn und Völlinghausen durch die Deutsche Glasfaser zeitnah realisiert werden kann. Erfreulich sind auch einige Förderentscheidungen für unsere Stadt. So wird die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Erwitte mit 250.000 Euro vom Land NRW bezuschusst. Auch der Neubau der Jugendfeuerwehr hat zwischenzeitlich begonnen. Weiterhin wurden 6 Projekte in Form sogenannter GAK-Kleinprojekte mit insgesamt knapp 70.000 Euro in Horn, Bärenbrock, Erwitte und Bad Westernkotten gefördert. Meine lieben Erwitter Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Blick auf die erreichten Ziele und auch die diversen Zwischenziele blicke ich auch in diesen Zeiten optimistisch in die Zukunft. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten und Wochen, aber auch für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Politik. Ein besonderer Dank gilt auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erwitte für das disziplinierte, verantwortungsvolle Verhalten in dieser Corona-Pandemie. Wir möchten im nächsten Videodreh vielleicht auch das ein oder andere Thema aufgreifen, was Sie interessiert. Also informieren Sie uns, geben Sie uns Eingaben über die E-Mail-Adresse postet@erwitte.de. Auch über unsere sozialen Medien und unsere Internetseite möchten wir Sie regelmäßig informieren und auf dem Laufenden halten. Also folgen Sie uns auf Facebook, auf Instagram oder auf unserer Internetseite. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen einen schönen, warmen Sommer und bleiben Sie gesund und optimistisch. Danke!